fangen wir hier an und wir scrollen ganz nach hin. Wir scrollen einfach ganz nach hin und sagen, yep. Ah, läuft schon. Servus, grüßt euch. Heute wieder mit einem Video. Dieses Mal geht es um Anschlusseisen darzustellen von einem Bauteil in dieses Teilbild. Viele machen das so, dass die dann in das andere Teilbild gehen, die Bewährung als 3D-Körper umwandeln und dann in das Teilbild einfügen. Aus meiner Sicht würde ich das auf gar keinen Fall tun, weil dann habe ich Milliarden Polygone. Für was? Niemals würde ich das so tun. Ich würde das Ganze einfach so handhaben. Geht in das Teilbild, wo euer Anschlusseisen ist und ihr möchtet zum Beispiel diese Einspanneisen in der Decke dann im Teilbild mit darstellen, dann macht doch einfach eine 2D-Ableitung. Oder was spricht dagegen? Ich mache hier Ableitung. Gestern habe ich einen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar. Sorry. Und wenn ich das Ganze hier ausführe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gehe über den ganzen Schnitt, weil sonst funktioniert es irgendwie nicht, und sage einmal mal ja und dann setze ich das hier ab. So, und dann scrolle ich dahin und sehe ich, hier sind einzelne Linien und das ist das Eisen, das ich eigentlich brauche. Das verschiebe ich mir jetzt mal nach draußen und ihr könnt euch natürlich vorstellen, das kann ich jetzt ins andere Teilbild locker kopieren und einsetzen, wo ich es brauche. Ich kann es auch bearbeiten über die Eigenschaften. Ich kann Farbe, Layer und Stift verändern, zum Beispiel hier gestrichelt, wunderbar. Ich könnte sogar, wenn ich möchte, den Layer hier von irgendwas verändern. Zum Beispiel hole ich mir das über die Pipette und dann sage ich, ja, keine Ahnung, Layer Standard oder sonst irgendwas. Wenn ihr übrigens diese Pipetten nicht habt, Rechtsklick, Übernahme, Schaltfläche anzeigen. Ist nicht automatisch eingestellt. Das erspart euch den Schritt zum Formateigenschaften modifizieren. Okay, gut. So, jetzt sagt ihr, ja, aber ich will keine Einzellinie, ich will schon eine Doppellinie haben. Beta, mach das. Okay, auch das geht natürlich mit demselben Befehl mit Ableitung. Also wir holen uns wieder die Ableitung, suchen uns und führen sie aus. Jetzt in dem Fall fangen wir hier an und wir scrollen ganz nah hin. Wir scrollen einfach ganz nah hin und sagen, yep. Und jetzt wird auf einmal hier eine Doppellinie erzeugt. Das liegt am Skalierungsfaktor, wie nah ihr an dem Bauteil dran seid. Auch hier ist das wieder so ein Makro. Ich kann das Ganze wieder hier so einsetzen. Ich kann die Farbe ändern. So. Ich kann das auch für ganze Verlegungen machen. Gar kein Problem. Und am besten speichert ihr euch das Ganze in die Bibliothek ab oder macht halt STRG-C, STRG-ALT-V. Und dann ist eure Ableitung auch im nächsten Teilbild zu sehen. Und das war's. Und jetzt habt ihr vielleicht noch Zeit, dann schaut euch das nächste Video in der Endcard an. Und wenn ihr jetzt keine Zeit habt, dann abonniert doch am besten den Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht den nächsten wichtigen Step in Altplan. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, euer Bera. Servus.